bisschen aufgestoßen, weil wir sind schon mal aufstehen. Was haben wir denn gemacht? Oh Schatz, sollen wir dich mal einfach schon wachkitzeln? Ach komm. Ich spüre den Fuß nicht mehr. Herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Heute wird es ein richtig geiles Video, aber so richtig geil. Ich bin gespannt, es könnte echt ein bisschen sehr krass werden. Auf jeden Fall, bevor es jetzt losgeht, lasst einen Daumen nach oben, da gleich wird Christian und ich kommen. Also, wie man lieber mal Merch vorbei, schaut so geil zum Merch. 2020 wird ein echt riesengroßes Jahr. Werdet auch ein Teil davon unten in die Beschreibung. Gebt kostenlos Autogrammkarten zum Merch dazu. Aber heute, wie ihr schon gesehen habt, wird es einen richtig krassen Prank geben. Und es wird kein normaler Prank, oder? Denn ich werde gleich mit Christian eine Art What's on my phone machen. Also, ich werde Christian natürlich sagen, dass ich ein What's on my phone drehe. Ein What's on my phone Video drehen werde, dann werde ich auch natürlich ein bisschen damit anfangen. Und auch ein bisschen zeigen. Und irgendwann zwischendurch werde ich ohnmächtig, Alter. Christi ist zum Beispiel so, dass wenn sie Leute sieht, wie es denen schlecht geht, also zum Beispiel, wenn jemand verletzt ist oder so, dann wird ihr schnell auch sehr schwindelig und dann kippt sie so auch so öfter mal gerne ein bisschen um und so. Schreibt mal jetzt in die Kommentare rein, wart ihr jetzt schon mal ohnmächtig oder so? Ich bin gespannt, wie Christi reagieren wird. Lasst einen Daumen nach oben da, ich bin richtig gespannt auf die Reaktion. Ich würde sagen, wir warten jetzt mal, bis Christi da ist und dann geht's richtig los. Das ist das Ganze hier gerade so eine Art Experiment. Ich werde mir schauen, wie Christi reagieren wird, was sie machen wird und macht es auf jeden Fall nicht zu Hause nach. Das Ganze könnte auch sehr ernst sein, natürlich. Also macht es auf jeden Fall nicht nach. Wenn sie zum Beispiel einen Notruf wählen sollte oder so, dann werde ich natürlich aufhören, direkt abbrechen alles. Soll sie natürlich nicht machen. Und dann schauen wir mal, was passiert. Ich werde übrigens gleich diese Kamera hier anmachen, damit ich nach da filmen kann, weil ich irgendwo hier in diesem Bereich umkippen werde. Übrigens, da das Paket ankommt. Aber jetzt würde ich sagen, warte hier erstmal, bis Christian da ist. Hey, Kameras an. Bye. Hey Leute, hier ist Max und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Heute ist hier. Ach, stopp. Bevor es losgeht, Chris, ich hab was für dich. Ich hab ein Geschenk. Ich hab ein echt geiles Geschenk hier für dich. Also wirklich geil. Warte, ich hab grad einen richtig krassen Prank an Max gemacht. Also, ihr müsst ihn unbedingt gucken, es ist so lustig geworden. Dann schauen wir mal, was. Also, sie hat mich echt richtig hart geprankt. Ist mal ein Like da, wenn ich hier eine Rache machen soll. Kameraden, ich komm tag. Soll ich irgendwie helfen? Ja, halt das bitte. Okay. Sag ich. Wie geht denn das auf? Und hier haben wir zwei Adventskalender für mich. Ja, so viel brauchst du auch, glaube ich. Spaß war das natürlich. Aber hier sind zwei von den XL Adventskalendern. Einer davon geht natürlich an Chrissy. Der andere. Tada! Chrissy, der hier ist für dich, wenn ihr auch so einen haben wollt. Unten in der Videobeschreibung findet ihr den Link dazu. Den zweiten hier, den werde ich dann tatsächlich nicht selbst benutzen. Der geht nämlich an Ash. Den werde ich Ash nämlich schenken. Ich glaube, er freut sich darüber. Ich hoffe, er freut sich darüber. Ich meine, er freut sich nicht über einen Adventskalender. Und ist richtig. Also, wenn ihr auch so einen geilen Adventskalender haben wollt, schaut mal in die Videobeschreibung. Ich würde sagen, jetzt geht's richtig los mit dem What's on my phone, Chrissy. Es ist ein Snicker. Kannst anfangen. Okay. Nehme ich ein paar Sachen vielleicht, die Chrissy nicht so gut finden würde. Mal schauen, welche das wären. Was? Es wird, glaube ich, nichts geben, was mir nicht gefällt. Auf jeden Fall, wenn man das hier. Vielleicht habe ich mir auch vor dem Video noch extra irgendwas runtergeladen. Irgendwelche Bilder draufgeladen oder irgendwas gesucht, was Chrissy nicht gefällt. Das kannst du das schön Video alles, selber das kannst, jetzt schön, das kannst du jetzt schön alles finden. Auf jeden Fall, wenn man das Handy aufmacht, sieht man als allererstes das. Sie wird irgendwas davon echt nicht mögen. Oben links so Nachrichten. Lass ein Like da. FaceTime. Darf ich da raufgehen? Ich glaube, dass man vielleicht mit wem ich telefoniert habe. Und ich würde sagen, immer sieht da Nummern. Ich glaube, ich werde es nachher sowieso rausschneiden. Also, aha, wer ist 15206? Ich würde jetzt die Nummer vielleicht nicht vorlesen. Fotos. Mal gucken, Fotos. Okay. Was ist das hier denn? Oh, kommt mir doch bekannt vor. Das ist was richtig Cooles. Ich habe Max Büro in 3D erstellt. Und so soll das nachher aussehen. Das heißt Büro, Arbeitszimmer. Das ist so eine Art Arbeitszimmer später. Neues Haus, die neue Wohnung. Das ist nämlich das Zimmer, mit dem wo das Loch neu ist, im Ofen da oben drin. Das habe ich Max auf WhatsApp geschickt. Das habe ich auf Amazon irgendwie voll random gefunden. Und zwar ist es ein Spielzeug, in dem man Pickel ausdrückt. Und da kommt da so was Gelbes raus und... Es ist mega witzig. Ich weiß nicht, also was heißt witzig, es ist mega eklig, eher gesagt. Hier kommt dann Kalender, Kamera, Uhr, Karten, Wetter. Das Glück hat sie sich die Fotos nicht so genau angesehen. Erinnerung? Oh! Wisst ihr, ich bin die süßeste Freundin ever. Ich habe ihm eine Erinnerung angemacht, die geht immer montags um 17 Uhr an und dann steht da immer als Erinnerung, ich liebe dich. Bin ich nicht süß? Warte mal, wer es nachgemacht hat, wäre es bei mir auch immer montags eine Erinnerung kommt. Ich war es auf jeden Fall nicht, auf jeden Fall. Nee. Aber die Außen, die echte App ist natürlich die beste App. Und dann geht's weiter hier mit ganz vielen. Das ist das Schlafzimmer. Sie hat halt wirklich, ihr müsst wissen, es war eine Schule. Da hatten wir ein paar Freistunden gehabt. Chrissy hat sich dran gesetzt, hat Bock gehabt. Ihr macht es voll Spaß und alles drum und dran. Das ich mag ist echt das richtig voll cool. Gerne. Man kommt hier so rein in das Schlafzimmer. Da steht ein Schrank, also da stehen zwei Schränke, aber bei Max stehen momentan nur einer. Ungefähr so wird es aussehen, nur dass da halt ja noch Schrägen sind und da kommen auch noch Regale hin, Heizungen und so. So genau konnte ich das nun doch nicht machen.
Aber es sieht echt gut aus, muss ich sagen. Also hast du natürlich richtig gut gemacht, Mann. Ich weiß. Hast du super gemacht, bin stolz auf dich. 1:1 genauso aus wie im Echt. Nur die Küche fehlt halt. Und man hat keine Schrägen in der App drin. Ja, ich weiß gar nicht warum, aber. Ja, hier ist der Ofen. Hier ist halt keine Wand zur Küche, aber da ist auch die Wendeltreppe. Ja, ist egal, ist super. Die Wendeltreppe ist einfach spiegelverkehrt, aber ist auch egal. Dann habe ich hier einfach so ein Regal gemacht. Ich finde, das passt da voll gut hin. Und hier soll dann später ein Tisch stehen mit einer Kommode. Und da kommt man rein und man sieht als allererstes das hier. Also da werden zwei Schreibtische stehen, aber das sind halt doch rechts und links Schrägen. Und hier rechts kommt dann, oh Gott. Mit dem Sofa, eine Lampe. Sessel natürlich. Hat auch noch überall Schrägen und so. Und hier kommt dann wieder so ein Regal hin. Finde ich voll cool. Das macht auch voll Spaß. Schatz. Du willst mich doch verarschen. Du willst mich doch verarschen. Schatz. Was ist das jetzt wirklich für ein Video? Soll ich mal wenigstens die Kamera so hinstellen, dass man dich sieht? Nee, irgendwie doch nicht. Puls. Läuft Mundzimmer und Beatmung. Die beste Freundin der Welt. Mundzimmer und Beatmung. Nicht mehr. Nicht mehr. Ist mein Kopf irgendwie rot? Dezent. Eins, zwei, drei, vier. Weil zufällig eine. Ohne Kamera. Die steht doch immer. Weil zufällig eine Kamera läuft und du auf dann einmal mega random umkippst. Wir wollten noch kurz nochmal vor machen, oder? Ich hab doch angefangen. Was haben wir gerade nochmal gemacht? Das willst du verarschen. Nochmal Mund zu Mund backen, hast du wenig Sauerstoff. Ich glaube, du hast deinen Kopf ein bisschen aufgestoßen, weil du willst schon mal aufstehen. Was haben wir denn gemacht? Oh, Schatz. Was ist das denn? Ja, was zittert das so? Unglaublich, dieser Junge. Sollen wir dich mal ein bisschen wachkitzeln? Ach komm. Ich spüre den Fuß nicht mehr. Du musst schon mithelfen. Ich kann nicht. Hilf mir mal hoch, bitte. Schatz, du musst schon mithelfen. Ich kann. Doch, Schatz. Alles gut? Ich glaube, warte. Boah. Was war das gerade? Du hast gelacht, also hast du mich verarscht, oder? Ich hab gelacht. Alter, mein Kopf ist voll rot geworden, oder? Ja. Sprich nicht. Das ist nicht lustig. Das ist echt lustig. So ein Arsch. Oh. Ich hab gespielt, wie du gelacht hast. Ja, ich hab nicht gelacht. Das war mein Magen, der war. Du verarscht mich. Warum läuft denn die hier? Hä? Kannst du mir mal sagen, warum die Kamera an ist? Nee, warte, wir wollten noch was aufnehmen. Aufnehmen? Auf dem Handy. Träumst du gerade? Soll ich dich mal kneifen? Ich glaube, ich fühle meinen Arm nicht mehr. Ich hab grad dein Arbeitszimmer gezeigt, hallo. Ich habe kein Arbeitszimmer. Doch. Das ist ein virtuelles Arbeitszimmer. Da ist mein Arbeitsplatz. Nein. Ich habe meinen Kalender. Mach jetzt einfach weiter mit dem Wasser im iPhone. Ach ja, warte. Ich habe übrigens versucht, das Badezimmer zu erstellen, aber es ist ein bisschen fail geworden. Ah, ja, ihr seht schon selbst. Du nimmst übrigens nicht mehr mit dem Handy gerade auf, also. Oh, toll, das zeige ich und ihr könnt es nicht sehen. Gut. Es war ein Prank, Chrissy. Hast du doch kein WhatsApp mein Phone? Ich hab. Das war ein. Ah! Ich hab gehofft, dass du irgendwie ein bisschen geschockt wärst oder so, aber irgendwie hast du mich einfach nur ausgelacht. Was war das bitte, Leute? Oh, mein Kopf ist immer noch voll warm irgendwie. Also ich weiß gar nicht warum. Es war übrigens so eine Überwindung hinzufliegen. Guck mal, jetzt hinten. Das kostet richtig Überwindung. Du so aus dem Seitenwinkel gesehen, ist umgefallen. Ich glaube, auf Kamera sieht es aber. Ich du wahrscheinlich auch komisch aus. Auf der Kamera sieht es bestimmt so aus, dass ich mich irgendwie so fast hingesetzt hätte oder so. Aber in echt war das richtig komisch. Danke für nichts an der Stelle. Zum Glück weiß Chrissy anscheinend, dass es nichts Echtes war. Hab doch mal zum Mundbeatmen gemacht. Erste Hilfe, Standard. Nein, was hättest du gemacht, wenn es ernst gewesen wäre? Hättest du es gemerkt, wenn es ernst wäre? Ich glaube, meine Mundwinkel haben manchmal einfach irgendwie fast gelacht. Ich weiß es nicht. Das ist so. Ja, das hab ich ja gesehen. Dann weiß ich, warum. Als ich die Grimassen gemacht habe, ich so. Ich glaube, wir wissen jetzt alle, warum Chrissy wusste, dass es nicht echt war. Scheiße. Naja, nächstes Mal muss ich mir irgendwie
meine Wangen betäuben oder so, kann nie so sehr lachen wollen müssen. Aber ich würde sagen, lasst auf jeden Fall mit Daumen nach oben, dann macht das Ganze nicht nach. Und im Ernstfall geht natürlich sorgfältig um, natürlich Krankenwagen rufen. Ich wollte jetzt einmal mal gucken, wie Chrissy darauf reagieren würde. Also wenn zwei Pranks an einem Tag. Stimmt, das ist übrigens gerade gleichzeitig mit der Rache irgendwie. Sie kam hier rein, hat mich geprankt. Eigentlich wollte ich einen Prank mit ihr auch noch aufnehmen, also es ist heute ein richtiger Prank. Ja, aber ich würde sagen, lass uns mal einen fetten Daumen nach oben, da vergesst ihr nicht. Schreibt in die Kommentare, wie findet ihr die Räume, die ich online designt habe? Sie auch nochmal tschüss sagen? Tschüss. Guck mal, die Kamera ist, ich finde diese Kamera so geil für Pranks, also ohne Witz, die sieht man einfach nicht. Ich hab die echt nicht gesehen. Die ist so flach, man sieht einfach nicht, dass die andere ist. Diese Kamera ist so geil für Pranks, aber ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal. Vergesst nicht, bei meinem Merch hier vorbeizuschauen. Ich würde sagen, bis zum nächsten Mal, euer Max. Euer Max und ciao. Danke, ciao.